Willkommen zu einem neuen Let's Grusel. Delusion heißt das gute Spiel und das Spiel ist von Credits Lukas Jeckel. Und er hat auch, da müsst ihr mal in meinen Videos nachgucken, ihr könnt auch sonst auf YouTube mir noch suchen, und auch hier direkt auf seine Seite gehen. Er hat auch Forest gemacht. Forest habe ich ja auch gespielt, findet ihr also in meinem Kanal. Am besten guckt ihr meine Let's Grusel Playlist. Und jetzt hat er sich ein neues Horrorspiel einfallen lassen. Informiert wurde ich dadurch, als ich eine E-Mail-Benachrichtigung bekam, direkt auf mein Handy. Das war so Samstag, mitten in der Nacht, schon fast morgens. Er hat ein neues Video hochgeladen mit einem neuen Horror-Game. Und dem werde ich mich natürlich jetzt sehr gerne annehmen. So, dann starten wir mal das Spiel und mal schauen, was uns erwartet. So, los geht's. Okay, wo bin ich jetzt gelandet? Das sieht schon mal ziemlich gewöhnungsbedürftig aus. Ich meine, das sieht aus hier so, wenn ich so jetzt hier so dran stehe, das sieht aus wie, als ob irgendjemand mit einem Bleistift das auf ein Blatt Papier hier so reingekritzelt hat. Ziemlich geil auf jeden Fall. Also zurück geht's eh nicht mehr. Zurück war eh nichts, wenn ich es richtig gesehen habe. So, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ein Bleistiftraum. Und ein roter Knopf. Ah, okay, mit E. Kann ich mich eigentlich auch bücken und so Sachen? C. Gerade die richtige Gelegenheit zum Testen. Warum wird der Knopf jetzt eigentlich schwarz? Nee, warum wird der Raum... Der Raum wird ganz weiß und der Knopf wird... So, das wird gerade zum Baum. Wahrscheinlich der Baum, den man im Intro gesehen hat. So, Bäume auf Knopfdruck. Jeder Botaniker würde sich darüber freuen. Nanu, wer ist das da hinten? Sonst noch irgendwo einer? Nee. Müssen wir auf den zu? Ich meine, der... Hä? Vielleicht hätte ich mich hier umdrehen sollen. Wo bin ich jetzt gelandet? Okay. Offensichtlich. Und da hinten wird's... Hä? Moment mal kurz. Aha. Okay. Hätte ich vielleicht auch die andere Richtung laufen sollen. Ich weiß es jetzt gerade nicht vorher. So, zwei Wege, rechts oder links. Ich habe keine Ahnung. Ich fange mal links an. Also ganz einen Moment bin ich kurz zusammengezuckt. Hier geht's nicht mehr weiter, ne? Aber ansonsten, naja. Hat er sich einen Scherz erlaubt? Okay, wie geht's jetzt hier weiter? Ach, spaltet sich wieder der Weg. Links? Mach ich wieder so? Diesmal kein Schrecker oder sonst irgendwas. Ging's hier gerade? Doch, hier geht's ab. Ich bin jetzt gerade ziemlich ruhig, weil ich erwarte eigentlich jeden Moment, dass irgendwie wieder sowas auftaucht. Ich weiß es halt nicht, aber gut, wir sollen runter. Mit etwas Anlauf. Bleibt der Weg jetzt da bestehen? Nee. Ach, okay, das kommt dann immer wieder. Gut, also, kein Anlauf, wir springen direkt rein und jetzt mal gucken. Was? Oh, der Baum wieder. Scheint nur etwas Nacht geworden bei ihm. Und lauter Sternschnuppen. So. Die Frage ist, was nun? Die Sternschnuppen haben offensichtlich nichts zu bedeuten, oder? Eine
Ist hier am Rand wieder irgendwas? Diesmal kann ich keine Gestalt sehen. Also der schwarze Kollege. Wäre jetzt auch ziemlich umständlich, den zu finden. Was mache ich jetzt hier? Hä? Da war gerade irgendwie ein schwarzes Wölkchen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch gesehen habt. Ich habe es gesehen. Wo soll ich jetzt hin? Ist am Rand irgendwas, dass ich... Wie weit kann ich überhaupt an den Rand gehen? Hä? Ich lauf mal zurück. Hä? Egal, wie ich laufe... Okay, auf den war ich jetzt nicht gefasst. Auf so, aber so, ich bin halt gerade ein bisschen verwirrt. Hier geht's jetzt lang. Wo bin ich denn jetzt hier? Also gut, da geht's schon mal nicht weiter. Wir laufen auf diesem... Wir sind Sackgasse? Ach, jetzt ist er wieder da. Hast du gesprochen gerade eben? Nee, oder? Der ist ziemlich ruhig, der Geselle, und er löst sich in Luft auf. Aber offensichtlich wollte er uns sagen, dass wir hier lang sollen, aber von da kommen wir ja gerade, also... Okay, das war vorher aber nicht da. Da war keine Tür. Hm, Tür geht zu. Es geht abwärts. Bisschen zittrig irgendwie gerade, aber... Hallo? Dieses Ding gibt komische Geräusche von sich. Aha. Vielleicht sollen wir da lang? Ja. Da ist er auch wieder. Die Gegend ist ziemlich... Aber ich glaube, wir sollen der Kugel da hinterher. Ach ja, guck an. Ich sehe Gras. Tatsächlich, das Ding zeigt mir einen Weg. Aber es ist schneller als ich und rennen kann ich gar nicht. Bleib mal hier, das ist so dunkel. Wo soll ich da hin in diesen Schuppen? Oh, da ist die Tür, okay. Was ist das jetzt? Oh gut, wir haben's. Da ist auch der wieder. Da zeigt uns die nächste Tür, okay, okay. Bleib mal stehen. Jetzt löst es sich wieder auf. Na gut, dann gehen wir zur Tür. So, und dann... Er wieder. Thanks for playing. Okay, das war's schon. Na gut. Er hat ja auf der Seite, wo er es zum Download bereitstellt, ja geschrieben, dass es nicht lange dauern würde, so 6 bis 7 Minuten zum Durchspielen. Dennoch habe ich jetzt das Ende so nicht ganz erwartet irgendwie. Also an Forest gruselmäßig kommt es noch nicht ganz ran, aber auf jeden Fall, er hat eine Menge Aufwand gehabt, das zu programmieren. Muss man schon sagen, also ich habe zwar keine Ahnung vom Programmieren, besonders nicht mit der Unity Engine, aber das sah mir schon sehr umständlich aus, was er da so eingebaut hat. Und dafür auf jeden Fall ein großes Lob. Es hat Spaß gemacht, das zu spielen.
Ja, bleibt mir nicht viel übrig zu sagen. Also, wie gesagt, Link zum Download. Das ist die Adresse. Werde ich euch noch extra in die Beschreibung setzen. Also hier jeckel.de. Den Kanal von ihm werde ich auch noch hier beschreiben. Da könnt ihr dann auch informiert werden, wenn er mal wieder ein Spiel runterladen sollte. Der hat ja schon einige. Auch eins fürs Handy, was sich auch sehr lohnt zu spielen. Habe ich auch auf meinem Handy. Aber wie gesagt, das erfahrt ihr dann alles, wenn ihr auf seinen Kanal geht und auf jeckel.de. Ich für meinen Teil bin jetzt dann mal raus hier und ja, wünsche euch viel Spaß beim selber spielen. Ich verabschiede mich und sage bis bald, bye bye, danke und wieder auf Wiedersehen.